Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen heute eine Top Neuheit 2021. Sie kam 21 raus. Es sind die Funke Höllenfeuer. Es sind sozusagen, wie hießen sie damals? Die Geisterlichter von Vego oder Komet gab es ja auch. Sie haben eine Leuchtbasis, danach einen Heulton und zum Schluss kommt dann noch ein Cracker-Effekt, beziehungsweise Cracker-Eruption wird hier genannt. Zu sagen gibt es dazu Folgendes. Die Pakete kosten, also ein Paket kostet 7 Euro ungefähr. Wir haben 5 verschiedene Farben drin. Die kann man auch hier äußerlich sehen. Rot, Grün, Blau, Lila und Orange. Eine NEM ist angegeben mit 67,5 Gramm. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Eine schöne Verpackung auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal raus zur Zündung der Höllenfeuer von Funke. So, Freunde, jetzt machen wir die, zeige ich mal einen Namen vergessen hier, wie heißen die denn? Höllenfeuer. Verschiedene Farben kannst du, zünd mal 3 an oder 2 und zum Schluss 3. Ja. Blau, rot und umgekippt. Und nein. Ja, die haben ganz schön Schub. Die sind hin und her geflogen. Mal kurz gucken wegen den Rasen. Das sieht auch ganz gut aus.